Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute haben wir den 2.5. und 2. Mai um 1:15. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Schauen wir mal, was Melinda uns heute zu berichten hat. Hallo liebe Bewohner, ihr wisst ja, wie spät es ist. Das Neueste für heute. Morgen verabschieden wir uns auf Ammonia von unserer Freundin Iris. Oh, das war die Freundin von Nestor, gell? Haben die sich gestritten? Ah, der arme Nestor, der braucht jetzt unsere Hilfe. Es ist kein leichter Abschied, aber wir wünschen ihr Glück bei ihren nächsten Abenteuern. Bester Manu würde ausziehen. Das war's für heute. Viel Spaß euch allen. Leute, ihr werdet gleich staunen, denn tatsächlich hat mein Haus eine neue Location. Ich habe ein bisschen an der Insel herumgebastelt. Guckt mal. Jetzt befindet sie sich oben im Hügel. Es ist alles noch in der Umbauphase. Und gehen wir mal rein. Alles noch fest in der Umbauphase. Ich bin mitten im Umbau. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn alles noch ein bisschen kacki aussieht. So, jetzt haben wir hier tatsächlich auch einen ersten Stock. Guckt euch an, das wird mein Schlafzimmer noch sehr unspektakulär, ich weiß. Aber wir haben einen ersten Stock, das ist ja super. Ja, ich bin fleißig am Kredit abbezahlen und umbauen. Fehlt noch ein Keller, der kommt dann hier hin. Ja, muss ich auch alles mal richtig einrichten. Ah, ja. So. Morgen. Wie schön, mich zu sehen, ach ja. Sein Tag durchzuplanen verleiht dem Leben schon nur, aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. Aha. Okay, Schoki. Guckt so richtig mit Aufgang, so eigener Privathügel. Und hier der Briefkasten. Auch ziemlich cool, oder? So, Leute. Gestern war der 1. Mai. Das heißt, die Mai-Feierreihe hat begonnen. Gestern konnte ich aber nicht so sehr spielen oder aufnehmen. Dementsprechend machen wir das heute. Schauen wir gleich mal beim guten alten Tom Nook im Service Center vorbei. Steini nehme ich auch mit. Richtiger chilliger Sommerhut, oder? Und hier ist ja unser Haus gestanden. Erinnert ihr euch? Oh, Badewanne. Ja, muss ich alles noch ein bisschen gescheit herrichten. Nestor, wie geht's dir, Bro? Alter, seine Freundin Iris zieht aus. Ich glaube, ich spinne. Immer noch mit Bademantel unterwegs. Hallöchen, Big M. Ich hab dich schon erwartet. Er hat uns erwartet. Ich bin so wild auf die Mai-Feierei. Hey, hast du dir dein Mai-Feierei-Ticket schon bei Tom Nook abgeholt? Falls nicht, schwing dein gepflegtes Sixpack mal ganz schnell ins Service Center. Danke, danke, Bro. Mach mal sofort. Bin auch gespannt, was es damit auf sich hat. Mai-Feierei. KK ist natürlich da. Heute haben wir Samstag. Aber er fängt erst am Abend an zu spielen und jetzt haben wir ja erst kurz vor 1. Dementsprechend werden wir das heute nicht erleben, aber macht ja nichts. So, oh, die gute Bella. Au.
Ey, Michi, machst du die Gegend unsicher, Wedel? Das Inselleben mag nicht perfekt sein, aber dafür ist es knallhart. Was will man mehr, Wedel? Mal vorbei. Oh, du bist das hier für deinen Maifeier-Ticket hier. Habe ich recht, Michi? Anlässlich der diesjährigen Maifeier bekommt heute jeder eins, der lieb fragt. Wo wir gerade beim Thema sind, weißt du, was bei der Maifeier überhaupt gefeiert wird? Nee. Nein. Also, bei uns in Österreich gibt es ja den Maibaum. Da wird am 1. Mai der Maibaum gestellt. Ist halt so ein Volksfest. Ist ein Feiertag auch, oder? Oh, dann verrate ich es dir schnell, hä? Huh? Mit der Maifeierei bedanken wir uns bei all denen, die hart arbeiten. Wobei meine Maifeierei nur keine harte Arbeit, sondern eher vergnüglicher Freizeitspaß bedeutet. Mit meinem Reif für die Insel-Paket wollte ich die Möglichkeit bieten, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ich bin mir sicher, das ist mir auch gelungen. Aber ich habe dabei auch viel Hilfe von den wunderbaren Bewohnern unserer Insel bekommen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass in unserer Insel eine Menge harter Arbeit steckt. Ja, ja. Als Dankeschön hat Nuke Inc. eine besondere Tour für Inselbewohner vorbereitet. Und zwar die Maifeierei-Tour. Ja, ja, mit vergnüglichen Aktivitäten, die dir bestimmt gefallen. Also ab ins Flugzeug und auf zu einem entspannten Kurztrip. Das hast du dir verdient. Ich habe ein Maifeier-Ticket für dich am Flughafenschalter hinterlegt. Ist bis einschließlich 7. Mai gültig, also hast du bis dahin Zeit, die Reise anzutreten. Und das war alles, was ich dir sagen wollte. Na, na, musst du nicht wiederholen. Alles klar im Check nur. Okay. Mach mal, ich habe ja keine Ahnung, was mich erwartet. So, ich habe mich gestern da leider nicht angemeldet, dementsprechend, ja, bekomme ich jetzt wenig Bonusmeilen, aber ist ja wurscht. So, bevor wir dahin fliegen, werde ich mich noch um eine neue Schaufel bemühen. Denn die ist ja eben zerbrochen, ist ja shitty. Ah ne, ich habe ja sogar noch eine, aber Bäume habe ich hier noch einstecken. Die sollte ich noch schnell pflanzen. Ehe wir aufbrechen. Weil, ja, weil, so halt. Da tun wir mal einen hin. Servus! Hallo, wie schön, dich hier zu sehen! Ah, haha, so trifft der Mann sich wieder und da habe ich unser erstes Treffen heute Morgen etwa nur geträumt. Nee, ich habe heute noch gar nicht gespielt. Hat er geträumt? Servus! Hey, wie geht's dir? Habe ich den Herd ausgemacht, als ich rausgegangen bin? Habe ich überhaupt einen Herd zu Hause? Ein Zuhause habe ich, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay, er wird auch langsam dement. Wird schon werden. Haut schon hier erst. Pflanzen wir den da hin. Da oben brauchst du auch noch ein Bäumchen. Jawohl. So. Campingplatz ist leer. Rainer kommt auch heute nicht mehr. Hier stellen wir ein Bäumchen hin. Ihr seht schon, der Wasserfall hier ist verschwunden, aber ich möchte auf jeden Fall einen Wasserfall haben. Aber, ja, alles Umbauphase, habe ich ja schon gesagt. So, vielleicht noch ein cooles Outfit für die Maifeierei. Was haben sie denn heute im Angebot? Ich finde eigentlich meinen Kopf super, so wie er ist. So, servus, gell. Die gute Sandra ist auch da, die gefällt dir auch so gut. Ich liebe diesen Ort. Ich habe Probleme, mich spontan für etwas zu entscheiden. Ich will immer erst noch einmal darüber schlafen. Gleichzeitig habe ich dann aber Angst, dass mir jemand mein Outfit wegkauft, während ich überlege. Ja, ja, kann sein. Hier so ein schickes Hemd. Kann man immer tragen, oder? Portier-Outfit, das sind die Lift-Typen, oder? Die es so in Amerika gibt, die den Lift mit dem Lift mitfahren, oder? Ja, keine Ahnung. 3D-Brille. Ah, ich glaube, ich lasse mein Outfit so, oder vielleicht?
Ja, sowas, oder? In dieser Farbe passt es, glaube ich, ganz gut. Kauf mal. Mit den Cowboy-Stiefeln. Passt. Ja, ja, liebe Tina. So, so, komm, schau mal gerade bei Nook-Brüdern auch noch vorbei. Ist ja gleich da unten. Fossil können wir auch mitnehmen. Achso, ich muss... Ah, shit, was habe ich jetzt gemacht? So. Moment. Und Favorit. Und was habe ich da jetzt weggeschmissen? Weg von den Favoriten gemacht. Gar nicht aufgepasst. Ah, die Leiter, oder? Ja, ja. Die ist natürlich auch nicht mehr wegzudenken bei den Favoriten. Oh, stellt euch vor, die Leiter oder der Sprungstab könnte kaputt gehen. Das wäre kacke. Da Geld drin. Nein. Aber das Klumpert sammeln wir trotzdem ein. Ist da Geld drin? Da ist auch kein Geld drin. Aber Steine sammle ich auch liebend gerne ein, denn ich will mir ein Steintor bauen. Steinbogen. Brauche ich 90 Steine. Flaschenpost. Und die habe ich sogar bald zusammen, mein lieber Scholli. Birnenschirm, ja, ja. So, so, so. Was haben die heute im Angebot? Nur Blödsinn. Naja. Da kaufen wir mal nichts. So Leute, jetzt haben wir genug Zeit verschwendet. Jetzt haben wir genug rumgetrödelt. Jetzt beginnen wir mal mit der Mai-Feierei. Wir geben uns schnurstracks Richtung Flughafen. Und schauen mal, was da abgeht und wo sie uns hinführen. Da Geld drin? Ah, da oben ist Geld. Jawohl, ich brauche Geld, Leute. Geld. Da sind auch nur Steine drin. Wo ist denn der Geldstein heute? Ich nichts wissen. Ich sehe ja nichts wissen, Leute. Dann muss er da oben sein, der Geldstein. Hoppala. Jawohl! Das muss man sich gönnen. Kirschen nehmen wir auch mit. Drei haben wir denn nämlich schon eingesammelt. Nimmt ja nichts zusätzlich im Inventar weg. So, wo ist der Geldsack? Da oben. Jetzt aber! Jetzt geht's ab. Da-dum. Ah, Zers, gell, ja. Ja, du bist es. Es ist ja gerade gut, oder? Ja, ich hab vom Tom Nook so ein Mai-Feier-Dingens gekriegt mit dem Namen Mischi. Das bist du, oder? Ja, ich stieß, ja. Wenn du sie setzen möchtest, tust du mir einfach sagen, okay? So, Mischi, was willst du jetzt eigentlich? Was tust du eigentlich? Ja, ich mag Warneflüge, oder? Ja. Oh, hab ich schon gesehen. Magst du das Mai-Feier-Ticket? So. Wo magst du eine? Mai-Feierei.
Ach so, ich steh's. Ja, passt schon. Können wir schon machen. Ja, ich vom Tom Nook organisiert wurde und da geht's ja weit weg bis Stepperte. Das ist Nummer normale, was da abgeht. Was da ist? Ja, wirst schnell sein, ne? Ist eigentlich ganz lässig, aber ich verrat's dir nicht, gell? Ja. Gib mir jetzt alles, was du in der Tasche hast. Muss nackig reingehen. Ja. Keine Sorge. Wird alles bei uns eingesperrt in den Spind. Wird nichts gestohlen bei uns, gell? Kriegst schon alles wieder. Ja. Gib her, die Klumpert. Ja. Komm, ab geht's, ja. Flü. Muss ich da noch eintipseln, damit der andere Trottel runterkommt. Ja, kusch ab. Mischi ist da. Ja, okay. Ah, die Dodos, die sind immer wieder. Für eine Überraschung gut. Ja, herrscht, sind wir eh schon angekommen, sicher gelandet da. Willkommen bei der Mai-Feierei-Tour. Ja, Mai, herrscht, die Mai-Ticket, du läufst etwas anders als normal. Die ganzen Insel ist auch bis Depper, der Trommelwirbel, bitte. Ein gigantisches Labyrinth. Da kannst du verlaufen. Boah, na, das ist nun normal. Ja, hättest dir beim Ausflug lieber mal fix eine Karte zeichnen sollen. Jetzt musst du ganz ohne Hilfe durchtapseln. Na, das geht ja gar nicht, Herrst. Mit leeren Flügeln ein. Da. Die Klumpertwerk ist eh weg. Ist ja, haben wir daheim lassen, Herrst. Ja, gehen wir dir später wieder. So, jetzt kannst du mal in den Labyrinth schauen. Kleck guck sie, Herrst. Ja, muss er schauen. Wenn die feststeckst oder verlaufst, ja, bist nicht verloren, klickst einfach die Notrettung an. Ja, die Maulwürfe sind dann da und holen die. Ja, was willst du? Viel Erfolg, Herrst. Okay, Labyrinth. Das ist cool. Was ist eigentlich mein Ziel? Schaufel. So. Und mit dieser Schaufel kann ich jetzt diesen Busch weg und dann kann ich mir einen Pfirsich holen. Alter, das ist geil! Da musst du dir selber Ressourcen. Na, nicht ablegen, essen. Zurechtfinden. Und damit kann ich jetzt tatsächlich diesen Baum weg. Holen. Hoppala. Jawohl. Ah, das gefällt mir jetzt schon. So. Das scheinen Rückwege zu sein. Ja, das sind Rückwege. Okay. Erste Rätsel haben wir schon gelöst. Da brauche ich Pfirsich. Wo gehen wir? Holz, okay. Da oben ist jemand. Erinnert mich tatsächlich sehr an Pokémon, das Ganze, an die ganzen Arena-Rätsel. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt kann ich mir das ganze Hacke-Holz hier holen. Komme ich hier rüber? Alter, ist das geil gemacht. Scheiße, ich habe kein Obst. Ich kann den Ding jetzt hier gar nicht zerschlagen. Oh, hier unten ist aber ein Item. Morsch-Axt. Diese Axt wird gleich mal hingehen. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Kann ich mir mit den Sachen, die ich jetzt hier schon habe, was zusammenbauen? Ist hier gar keine... Ah doch, da rechts ist die Werkbank. Komme ich hier hin?
muss ich den Viersing da oben doch kriegen. Ja gut, mit der Morsch-Axt kann ich ja Bäume fällen, gell? Dementsprechend kann ich da rauf. Aber die wird ja wahrscheinlich nicht viel aushalten. Wird gleich mal kaputt sein. Siehste? Ach, shitty. Gut, zwei Pfirsiche. Was stelle ich jetzt mit denen an? Ich könnte hier zwei Bäume wegtun. Ich könnte hier diesen Dingens hier wegtun. Das wäre auch cool hier. Links. Wie komme ich jetzt hier? Ich glaube, das Klügste wird sein, wenn ich da einen Pfirsich hier einsetze. Aber ich muss so dermaßen aufpassen auf die Schaufel, weil die wird ja auch gleich hin sein. Oder? Ne, das ist eine normale Schaufel, oder? Was habe ich jetzt hier? Wacklachs? Achso, das muss ich auch neu erlernen. Achso, ne. Okay. So, dann esse ich noch so ein Pfirsich. Na, nichts wegpacken, oh, sorry. Dann können wir hier eine Axt erstellen. Wackelaxt, okay. Pfirsich habe ich keinem. Ach doch, habe ich. So. Gut wäre es, wenn ich mir eine echte Axt erstellen könnte. Dafür brauche ich das Eisenerz da oben. Da musst du echt denken, damit du dir das Ganze nicht selbst versaust hier. Das ist ziemlich cool gemacht. Ziemlich cool ist das. So. Dann werde ich jetzt schauen, dass ich das hier kaputt mache. Mit dem Eisenerz kann ich meine Wackelaxt zur normalen Axt machen. Ah, wie komme ich da zurück? Ziemlich cool finde ich das Ganze. Und wir wissen alle, wer das da oben ist. Man hat sich schon gewundert, wo er ist. In jedem Animal Crossing Teil kam der bisher vor. Jawohl. Jetzt können wir Bäume fällen. Leute, jetzt sind wir unaufhaltbar. Oh boy, Axt. Ich könnte jetzt also schon hier hoch. Das kann ich hinmachen. So, einen weiteren Pfirsich erreichen. So käme ich dann hier hoch. Gut. Aber ich will ja hier das hier auch noch einsammeln. Und die Meilentickets wären auch nicht so verkehrt. Falle.
Hier ist auch nichts, gell? Muss ich wieder das Ründchen machen? Oh, ist das eine coole Idee! Oh, lieber Scholli. Na gut. Komme ich ja eh gar nicht lang. So. In dem Fall wissen wir, was jetzt zu tun ist. Damit wir den guten Olli erreichen. Oh, das gefällt mir. Tatsächlich ein kleines Puzzlespiel hier. Liebe Axt, geh ja nicht kaputt jetzt hier beim letzten Holzbaum. Holzbaum, ja, genau. So. Hier ist auch noch was. Sterni-Coupon. Geld, Leute! So, Leute. Jetzt wird's interessant. Olli! Du hast es zum Ziel geschafft. Hä? Hey, sind wir zwar uns schon mal begegnet? Dein Gesicht kommt mir ziemlich bekannt vor. Oh, entschuldige, bin schon auf so viele Inseln gewesen und hab's nicht so mit den Gesichtern und Namen. Auf dieser Insel bin ich aber zum ersten Mal ganz schön seltsam hier, oder? Was führt dich hierher? Tom Nook schickt mich. Sekunde mal, du kennst Tom Nook? Wegen dem Kerl bin ich auch hier. Er hat mich hierher eingeladen. Er wollte, dass ich mir diese neue Attraktion ansehe, die er auf der Insel hier zusammengezimmert hat. Aber mit einem Labyrinth hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, miau. Das nenne ich mal eine Überraschung. Da du Tom Nook kennst, kennen scheinst, heißt das etwa, ihr beide lebt auf ein und derselben Insel? In der Tat. Na sauber! Abgehört, Nook hat dort ein recht hübsches Fleckchen geschafft. Wie hieß diese Insel noch gleich? Ach stimmt, Ammonia, nicht wahr? Volltreffer. Ahaha, wusste ich doch. Hey, scheiß mir ein ganz schön pfiffiges Kerlchen zu sein. Wenn alle Leute von Ammonia so drauf sind, muss das ja eine lustige Insel sein. Sag mal, ist da eigentlich auch ein Name? Aha, so. Mischi also, ja? Na, das nenne ich doch mal einen richtig duften Namen. Freut mich, dich kennenzulernen, Mischi. Hier ein kleines Andenken an unser Treffen. Hat mich echt gefreut, dich getroffen zu haben. Und ausgerechnet hier, wenn das mal nicht Schicksal war. Hätte echt nicht gedacht, dass ich auf so einem abgelegenen Inselchen so viel Spaß haben würde. Hoffentlich laufen wir uns wieder mal über den Weg. Das Schicksal wird schon einrichten. Also, bis denne. Olli, Leute. Olli war bisher in jedem Animal Crossing Teil dabei. In wirklich jedem. Und ja, in New Horizons war eben nicht mehr dabei und Leute waren natürlich traurig. Aber jetzt ist er tatsächlich hier. Hat er hier einen Gastauftritt, der Olli. So. Moment, was hat er mir eigentlich geschenkt? Koffer von Olli. Er gibt uns einfach seinen Koffer. Knallharter Typ. Es freut mich, dass Olli in dem Spiel dabei ist. Er hat mich damals... in meinem ersten Animal Crossing Spiel, das ich gespielt habe, auf der Wii zur Insel gebracht. Also war ganz lässig. Hat mich immer begrüßt und so am Anfang des Spiels. So, die drei Pfirsiche. Gott sei Dank haben wir die gesammelt. Kann ich hier noch die Sterni-Coupons mitnehmen. Alter, was ein geiles Event. Wupp. 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 Richtig geil.
Kann ich diese Büsche einfach mitnehmen? Einfach so? Oder muss ich die abgeben? Ne, muss ich sie ja nicht abgeben, oder? Schauen wir bei der anderen Seite auch nochmal vorbei. Olli! Okay, ich denke, das haben wir zu 100%ig erforscht, das Ganze, und alles gekriegt, was man kriegen kann. Geil, ein echtes Labyrinth, was eine geile Idee, oder? Gut! Hoppala. Ja, Herst, was ist los? Oh, hast du geschafft, oder was, das Labyrinth, ja? Wahnsinn, Herst. Na, hätte jetzt nicht gedacht, ja. Was hast du gefunden? Du hast der Zufallsbekanntschaft kennengelernt? Na, geh, das glaube ich nicht. Ja. Komm. Ja, war für die eher Erfolg, oder? Ja, so, sag's mir einfach mal heimgehen sollen. Ja. Ja, ich will heim. Ja, komm. Geh mal heim. Ja, das Geschenk, das Backerl, das du gekriegt hast, das schick mal dir heim, okay? Die Sterne kaputt uns auch, okay? Gut. Ja, Herst, wenn wir weg sind, kannst du nur mal her. Dann gibt's kein Maifei. Ja. Ja. Gehen wir. Dalli haben. Das hat es also mit der ganzen Maifeierei auf sich. Jawohl. Mein Klumpert, mein Kraffel habe ich auch wieder da. So, gehen wir kurz zum Tom Nook, dem Tom Nook sagen. Na. Dass wir das uns angeschaut haben, er wollte ja ein kleines Feedback von uns. Oh, ich habe gehört, dass du auf der Mai-Feierei-Tour warst, Michi. Wir haben dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Also sag mir, wie hat's dir gefallen? Super. Hat echt Spaß gemacht. Das freut mich wirklich sehr. Ja, ja. Wenn du zufrieden bist, bin ich jetzt auch. Außerdem habe ich gehört, dass du es durch das Labyrinth geschafft hast. War wohl zu einfach für ein Abenteuer deines Kalibers, hä? Huh? Aber schön, dass es dir gefallen hat. Lass mich noch einmal meinen Dank für deine Arbeit, die der anderen Inselbewohner ausdrücken. Ihr habt Ammonia erst mit Leben erfüllt. Und Nuking wird euch natürlich weiter nach Kräften unterstützen. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot, beziehungsweise auf derselben Insel, hä? Huh? Okay, Leute! Das hat's also mit der Mai-Feierei auf sich. Es war wirklich ein toller Part. Zuerst mal ein bisschen auf der Insel rumgelaufen, ein bisschen geredet. Ein bisschen, ja, habt ihr eh gesehen, was wir so gemacht haben. Und dann sind wir tatsächlich auf diese Tour gegangen. Einiges erlebt, ein Labyrinth haben wir durchgelaufen, überwunden. Guck dir mal meine Rübe an. Ameisen. Und dann haben wir schlussendlich Olli getroffen. Der war bis dato abwesend von diesem Spiel. Und jetzt ist er tatsächlich da. Hat er einen Gastauftritt. Was für ein cooles Erlebnis. Und ganz viele Sterni-Kupons. Und seinen Koffer haben wir auch. Lässig, Leute. Sehr erfolgreicher Part. Sehr ereignisreicher Part. Ein wirklich gelungener Tagebucheintrag, oder? Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, auch ihr habt so frei. Habt viel Spaß, bleibt gesund und macht was aus eurem Tag. Bis zum nächsten Mal.